Friends, was geht? Endlich ist es soweit. Zolgaleo ist out. Solltet ihr das letzte Summon-Video verpasst haben, wie bereits im Overlay angezeigt, dann seht ihr es euch rein. Es ist das größte Summon-Video auf unserem Kanal bis dato. Ich musste einfach mega deep gehen. Erstens, weil Knackrack heftig. Zweitens, weil einfach neuer, you know, so wie so ein Reset-Button. Aber ja, ich muss mal kurz was trinken. Auf professioneller Basis, Kappa. Pokémon Center hat sich verändert. Die Musik hat sich verändert. Ich finde die Musik sogar noch geiler. Also man kann über Masters wirklich sagen, was man will. Auch wenn man Masters nicht mag und vielleicht nur meine Videos schaut, weil man sie interessant findet. Es gibt ja auch solche Sachen. Das kenne ich ja auch, dass ich ein Game nicht zocke, aber gern den Typen, den Creator schaue, der das dann zockt. Für mich so gesehen. Ja, wir haben hier wieder Neujahrsaktionen für diesen neuen Neujahrs-Lock-in-Boni und so. Da kriegen wir wieder relativ guten Stuff. Ich glaube, der ist neu, oder? Oder habe ich den nicht abgeschlossen? Ist der älter, oder? Nee, der muss neu sein. Ich glaube, der ist neu. Weil die andere Neujahrsdingens habe ich abgeschlossen. Egal, zu Solgaleo. Solgaleo ist da. Wir müssen ihn leveln, kriegen ein paar Gems, müssen ihn leveln, bringen bestimmten Gefährten Attacken bei. Solgaleo einfach Attacken beibringen, Passive. Schließe ein bestimmtes Gebiet mit dem vorherigen Team ab. Schließe mit dem Team dreimal versus Team Break im Einzelmodus ab. Mimsu und Solgaleo. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Event selber ist. Ansonsten müssen wir einfach schauen, wo es ist. Das ist fünfmal Team Break. Dann geht es hier weiter. Dreimal im Einzelmodus, erhöhten Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Setze sehr effektive Angriffe ein. Finde ich gut. Ja, aber das sind auf jeden Fall innovativere Missionen, wie wir sie beim Mewtwo-Event hatten. Also davor, dazu habe ich ja auch bereits mal ein Video gedroppt. Ich will jetzt mal Real Talk machen. Ich bezweifle, dass irgendeiner von Pokémon Masters von der englischen Community oder deutschen Community, es gibt ja englische oder deutsche, holy Trainingsevent. What the fuck? Sind einfach alle ready. Und man kann sie alle wieder von vorne machen. Das heißt, sie geben alle 30 Stones oder Gems. Aber ja, ich bezweifle, dass irgendeiner von DNA, geschweige denn Pokémon Masters, irgendwelche Community-Mitarbeiter unsere Videos schauen. Es kann natürlich immer sein, wie bereits gesagt, man weiß nie, wer schaut. Aber alles, was ich bis jetzt am Spiel in Anführungszeichen kritisiert habe, konstruktive Kritik etc. pp., wurde so gesehen alles vom Team aufgenommen und irgendwann ins Spiel gebracht, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel beim Mewtwo-Event gesagt oder allgemein, die Missionen sind relativ trocken, man sollte sie kombinieren und sie machen es hier. Ist jetzt nicht so, wie ich es machen würde, aber wie gesagt, man muss nicht alles 1:1 machen und ich bin mir sicher, das Event ist schon viel länger geplant als mein Video, aber ich finde schön, dass ich so gesehen auf einer Wellenlänge bin mit den Developern bzw. mit dem Producer des Games, der sagt, hey, das Game geht da und dahin und dieses Event müssen wir so und so gestalten oder so. So gesehen bin ich ja fast auf einer Wellenlänge mit ihm, weil alles, was ich anspreche oder sage oder so, kommt auch fast 1:1 im Game, wie ich es sage. Ja, das wollte ich nur mal ansprechen, aber ich bezweifle, dass irgendein Mitarbeiter oder Community-Member von Pokémon Masters oder so unsere Videos schauen. Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Zufall, weil ich hatte sowas noch nie und kenne es auch nicht. Vor allem mit unserer Größe, dass überhaupt irgendeine Firma auf Sachen von so einem kleinen Channel eingeht oder so. Aber ich finde es halt echt krass, diese Zufälle. Aber okay, gut. Es geht auf jeden Fall jetzt ins Solgaleo-Event. Wir werden wie immer hier storymäßig so gut wie alles skippen. Solltet ihr Story euch anschauen wollen oder so, dann, wie bereits gesagt, könnt ihr es ja gerne bei euch machen. Ich möchte hier schnell durch. Und by the way, wo ich hier gerade das anspreche, habe ich bemerkt, ich habe vergessen, Knackrack zu maxen. Aber ist auch egal, wir gehen mit dem Team rein. Das Team sollte auch alles wegdeleten. Ich bin echt gespannt, wenn wir gegen Solgaleo kämpfen, was er für ein Theme hat. Ohne Pro eine gute, weil DNA, die Composer bzw. Sounddesigner sind auf einem anderen Level, meiner Meinung nach. Also, was ich auch sagen wollte vorhin, wo ich in die Mission gegangen bin und dann habe ich mich wieder in der Mission so gesehen verloren. Das wollte ich nämlich ansprechen, ist, egal ob man das Spiel mag oder nicht, man muss den Composern bzw. Sounddesignern so viel Props geben,
Holy shit, die machen so einen guten Job. Dieses Spiel ist soundtechnisch so gut. Wir brauchen, by the way, nur 100 Tickets. Nur 100. Nur. Das ist ja nichts. Das ist ein bisschen wenig. Aber lassen wir uns nicht überraschen. Wir schauen uns auf jeden Fall gleich noch im Shop um, wie viel wir für Solgaleo 100% brauchen. Ich versuche es natürlich so schnell wie es geht zu maxen, das Pokémon. Kann natürlich sein, dass der Singleplayer wie bei Mewtwo wieder most valuable ist. Also, dass es damit am schnellsten geht. Ich habe ja beim Mewtwo-Event auf Hard gefarmt mit Automodus. Schauen wir mal, wie das bei Solgaleo ist. Okay, die Jump-Animation haben sie gecancelt, weil es keine Jump-Animation wahrscheinlich gab. Gut, da kommen die Pokémon Sword and Shield Flashbacks wieder. Aber ist jetzt auch egal. So. Ach, im Großen und Ganzen ist dieses Game schon einfach geil. Aber es ist auch irgendwo im Großen und Ganzen traurig, dass eine kleine Mobile-Development-Firma oder Mobile-Team einfach was Besseres schafft als eine AAA-Firma wie Game Freak zusammen mit Pokémon Company und Nintendo. Weil, man darf nicht bedenken, DNA ist Developer und Publisher zugleich von Pokémon Masters. Pokémon Company oder Nintendo sind nicht die Publisher, das ist DNA selbst. Das heißt, sie haben sich die Rechte gekauft. Das muss man im Kopf beibehalten, im Hinterkopf. Das heißt, sie können an sich, wenn ich das richtig verstehe, wenn sie nicht da irgendwelchen Vertrag gemacht haben, sie können im Spiel machen, was sie wollen selbst, solange sie die Rechte haben für die Pokémon, für die Trainer, für die Story und so. Was übel sick ist. Und dann sowas auf die Beine zu stellen, mein Respekt. Natürlich kann man immer wieder das Game verbessern und so. Und es gibt auch noch ein paar Baustellen. Aber im Großen und Ganzen wirklich mega Props, das muss man mal aussprechen. Und vor allem kann ich es immer nur wiederholen, die Mucke in dem Game ist einfach, die ist zu heftig für die Welt, ganz ehrlich. Und ich habe mir jetzt auch die Tage ein paar ältere Events nochmal durchgelesen und so, und die Story bei manchen Events ist auch schon, also ist nicht schlecht geschrieben, sagen wir es so, ist echt gut, manches. Das ist, das finde ich echt geil. So, dann bin ich echt mal gespannt, wie das sich hier aufbauen soll, weil Solgaleo kommt ja alleine, also, ne, wir sind ja so gesehen mit Solgaleo als Trainer. Und es gibt wieder diese legendary bunte Animationsscheiße, wenn man in ein Match geht. Wait, ist das Giovanni's Theme? Wait, what? No way. Ich habe sie gerade so extrem gelobt und dann copy-pasten die einfach Giovanni's Theme. Oder ist es gar nicht Giovanni's Theme, sondern es ist ein allgemeines Legendary Theme. Es kann ein allgemeines Legendary Theme sein. Hoffen wir es. Weil wenn es Giovanni's Theme ist, offiziell, dann finde ich es ein bisschen traurig. Warum copy-past man das dann? Ah. Okay. Egal. Ich glaube, mit diesem Ruf will uns Solgaleo sagen, dass Mimsu die 1000 Abonnenten im Jahr 2020 unbedingt knacken sollte. Das heißt, solltet ihr noch nicht Abonnent sein, solltet ihr diesen Kanal unbedingt abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. Das hat Tali gerade gesagt, ne? Also übersetzt von Solgaleo. Das habe ich nicht gesagt. Ich gebe nur das wieder, was sie im Spiel gesagt haben. So, wow, die Sonnenstrahlen fühlen sich richtig krass an. Amazing. Ich meine, Tali sagt, glaube ich, dem Game mehr als in Ultra Sun und Ultra Moon. Stimmlich. Okay. Naja, egal. Wir wollen hier jetzt keine Pokémon-Games bashen oder so, ne? Gut, was kommt denn noch? Herausforderung an Solgaleo 2. Ich glaube, das war's dann, weil bei Mewtwo gab es auch nur zwei Herausforderungen und dann hat das Game gesagt, ey, hier, Bruder, gegen Korb. Das heißt, ich müsste gleich Knackrack pushen. Denke ich. Do it. Do
Okay. Also das Team funktioniert auf jeden Fall bei dem Event nicht. Aber ist auch egal. Ist mein Farm-Team und da funktioniert das perfekt. Ihr könnt, by the way, anstatt Nase Torchic reinballern. Funktioniert genauso gut. Aber es muss auf jeden Fall Sepurreal rechts bleiben. Weil Sepurreal macht halt nichts. Wird auch nie im Leben die Füllleiste drücken. Ist halt nur zum Tanken da. Weil 1 Milliarde HP so gesehen. Und ja, das war's. Das heißt, wir können jetzt in den Koop gehen. Das machen wir aber gleich. Ich würde tatsächlich, glaube ich, vorher Knackrack leveln. Und dann mal auf Auto die Scheiße lassen und einfach wirklich gucken, ist Knackrack wirklich die Antwort bei dem Event oder braucht man wieder zum Beispiel sowas wie Frigurumeti. Ich glaube jetzt Frigurumeti nicht bei dem Event speziell, aber wieder ein anderes Mon. Kann man was anderes benutzen? Kann man einfach Mewtwo drin lassen und farmen? Wir werden es herausfinden. Ich werde es auf jeden Fall, glaube ich, nur auf 100 lassen, oder? Werde ich es auf 120 machen. Nee, wir werden es erstmal auf 100 lassen. Und dann werden wir schauen. Reicht 100? Ja, nein. By the way, ihr braucht, ich glaube, 510 Bücher oder so, um einen Legendary auf Max zu leveln. Sollten die das nicht abgeändert haben bei Solgaleo, dass Solgaleo weniger Experience braucht. Bei Mewtwo war es auf jeden Fall so. Das heißt, ihr könnt euch schon mal einstellen, Pi mal Daumen, 510 goldene Bücher von Book of Ra. So. Ich weiß, mega unprofessionell, ich hätte das vor der Aufnahme machen sollen, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Deswegen beeile ich mich auch hier gerade. Ihr könnt ja sehr gerne, wenn ihr möchtet, einfach ne, weiter drücken. Minute XY oder so, weiß ich nicht, wann ich hier fertig bin, aber ich versuche so schnell wie es geht. Ja, by the way, wir könnten auch die Sandburg mitnehmen, das werde ich aber irgendwann machen oder so in einem Video oder in einem Stream oder so. Ich werde das jetzt nicht machen, das ist jetzt einfach nur, wir möchten zeigen, was das Event bringt und so, bla bla bla. Seid ihr ready für den Farm von Solgaleo? Ja, nein, lasst es mich wissen in den Kommentaren. So, wir gehen rein und zwar werden wir unser Team ändern. Das ist noch mein Team für das Dragoran-Event gewesen. Mega simpel. So, wir holen Knackrack rein. Und den Rest lassen wir einfach so, I guess. So. Ich habe, glaube ich, Ground. Yes. Ich habe vergessen, Ground Gear zu farmen. Well, egal, fuck it. Ist jetzt nicht so schlimm. Habe ich HP Ground. Was ich nicht verstehe, und bitte DNA, sollte wirklich irgendein Mitarbeiter, Community Manager oder was weiß ich meine Videos schauen, bitte fixt dieses Fenster. Manche Handys haben da Lags, manche nicht. Und es ist wirklich egal, welches Handy. Es gibt sogar Leute mit dem neuesten iPhone, mit dem neuesten Samsung-Handy und haben Lags bei diesem Fenster. Und vor allem auch, wenn man ins Team geht. Wenn man, habt ihr gerade gesehen, wenn man hier das Team ändern möchte und dann so gesehen ins Team geht. Beide spielen Raichu. Okay. Schauen wir mal. Ich meine das jetzt normal, das ist glaube ich an sich egal, was wir mitnehmen. Aber ja, wir lassen das Ganze auf Auto. So weit wie wir kommen, I guess. Yo, Raichu macht hier echt viel Damage. Schauen wir mal, wie viel unser Earthquake macht. Wir sind nur auf plus 1 gebufft für was ein Kampf. 700. Ist okay, kriegen den Initiative-Boost. Da bin ich echt gespannt, wie viel Schaden Raichu macht. Da bin ich doch mal gespannt. 1500. Also, ja, ich wusste, dass Knackrack gut sein wird. Aber so gut? Holy shit. Bruder. 1500. Okay. Ich meine, das ist natürlich jetzt effektiv und es ist eine Normal Stage. Wait. Wird sein Sync Move da angezeigt? Sein Sync Move wurde gerade angezeigt. Stahlstoß. Ist das neu mit dem neuen Update? Okay. Alter, wie viele Tickets? What? 57. Wir sind ja gleich fertig. Könntest du es in dieser Aufnahme schaffen, Solgaleo zu kriegen? Ja, natürlich.
mit dem Event hier jetzt auf schwer sind wir fertig. Okay, ich bin echt gespannt. Geht das auch auf super schwer hoch? Ich mache einfach so lang und so hoch, wie wir können. Sollte es irgendwelche Trouble geben, dann höre ich natürlich auf. Wir haben hier Sandborg, sehr gut für uns. Sehr gut. Und Serpi. Serpi verstehe ich nicht. Warum Serpi? Bei dem Event ist physischer Schaden effektiv. Ich werde mal den Automodus rausnehmen, weil wir Serpi haben und ich mir nicht sicher bin. Ob Serpi irgendwas bringt, bitte macht direkt Sandsturm. Sandsturm, Sandsturm. Wo ist der Sandsturm? Da ist der Sandsturm. Darauf habe ich nämlich gewartet, weil wenn der Sandsturm oben ist, bekommen wir ja plus 2 auf alle Buffs, anstatt plus 1. Seht ihr? Aha. 500 EQ, Bruder. 500 EQ. So, und jetzt drücken wir mal einen Earthquake, Alter. Wie viel Schaden macht der? Okay. Ich wusste, dass Knackrack richtig gut ist. Ich wusste es. Freut mich mega. Freut mich übelst. Ich bin echt gespannt, wie viel Schaden er dann im Mega macht. Sobald er die Mega-Form hat. So, ich werde mich gleich nochmal buffen. Auf X-Angriff und dann nochmal einen Earthquake drücken. Alter, der Damage, ey. Warum kriegen wir aber Sandsturmschaden als Boden-Pokémon? Muss ich das verstehen? So, let's go. Alle Sandsturm, bitte Sandsturm, bleib noch, bitte. Nein, er ist weg. Wir kriegen nur plus 1. Kriegt man allgemein plus 2? Ja, man kriegt allgemein plus 2. Okay, das heißt, Sandsturm zählt nur für was für einen Kampf. Ich meine, ich habe das Mon so gesehen schon vorgestellt, immer in den News-Videos bzw. Leak-Videos, aber ich vergesse das immer wieder. Aber man sieht jetzt wirklich, wie der Sync-Move vom Gegner heißt. Das ist der Killen wir ihn? Plus 4? Okay! Und ihr müsst bedenken, es ist eine AOE-Attacke. Es ist kein Single-Target. Es ist ein... Okay. Alles klar. What? Die Tickets. Alter. Die haben die ja mal krass gebufft. Holy shit. Wir haben Solgaleo. So. Gehen wir rein. Holen uns das gute Teil und dann würde ich sagen, was ist auch für dieses Video. Geht dann knapp 20 Minuten. So, die Story will ich aber auf jeden Fall mitbekommen. So, der wievielte Kampf war das? Keine Ahnung. Wir haben ununterbrochen gekämpft. Bro, die sind echt beeindruckend. Ich für meinen Teil bin am Ende meiner Kräfte. Ah, ja, aber weißt du, wer noch beeindruckender ist? Ah, Bro, Solgaleo, Mann. Es ist gegen alle Trainer hier angetreten. Ich glaube, es hat er nicht genug. Haben wir es mit Gift, Galle und Musik nicht zufriedengestellt? Ich war so im Kampf oder so vom Kampf eingenommen, dass ich doch glatt vergessen habe, mir den Sonnenaufgang anzusehen. Ja, stimmt ja. Aber wir haben ein Pokémon gesehen, das die Sonne ist und gleichzeitig mit ihr aufgetaucht ist. Das ist doch fast dasselbe, oder? Ja, das stimmt schon. Jedenfalls hat es riesen Spaß gemacht, mit Solgaleo abzurocken. Das war ein toller Start. Okay. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn es die Sonne gefressen hat, wie kann es dann Tag sein? Versteht ihr, was ich meine? Ah, egal, whatever. Das ist jetzt zu viel. So, wir machen das Ganze. Auto wollte ich gerade sagen, aber... Ich glaube, es geht noch weiter. Solgaleo. Es folgt uns? Vielleicht. Ach, ich weiß, Solgaleo will bestimmt ein Partner werden. Stimmt's, Solgaleo?
Okay. Ich würde jetzt sagen, wir lassen den Rest auf Auto und drücken hier mal ein bisschen rein, weil ich das Video nicht zu lang machen möchte. Ab heute sind wir Gefährten. Zack, nice, wir haben es, Holger Leo, GG, dann noch in dem Video geschafft. Also, die haben es mega genervt. Jetzt schauen wir uns gleich nochmal den Shop an, was wir alles brauchen. Sollte es auch mega genervt sein, dann sick. Dann ist es echt sick. Ich fand den Grind für Mewtwo jetzt nicht zu krass, aber es gab ein paar Sachen, die man besser hätte machen können. Wait, es ist Kampf und Stahl. Es hat zwei Typen. Es ist nicht nur Stahl. Ah, okay. Okay, cool. Oh, dann müssen wir nochmal gegen Team Break kämpfen, aber das werde ich dann, denke ich, privat machen. Das sollte es auf jeden Fall erstmal für dieses Video gewesen sein. Wir schauen uns erstmal den Shop an. Was brauchen wir? 800 von denen, 1200 von denen. Das fängt dann an. 1600, 2400. Okay, sie haben den Grind ein bisschen verringert. Etwas. Nicht allzu sehr. Ist jetzt auch nicht schlimm. Also, das heißt, gönnt euch auf jeden Fall. Gönnt euch. Zieht das Event komplett durch. Und wir haben ja einen neuen Monat, ne? By the way. Warte mal. Nein, ich will in den normalen Shop. Haben jetzt nur noch Evo-Splitter mit diesen Tickets kaufen? Anscheinend. Ah. Okay, egal. Naja, auf jeden Fall. Ja. Haltet euch ran, sputet euch, Leute. Die Leute, die Mewtwo dann zuletzt gemacht haben und es nicht alles geschafft haben und so. Wir haben es, Holger Leo. Sputet euch auf jeden Fall. Gönnt euch. Das Mon wird übel strong. Es wird übel strong. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Supports come out, Leute. Ansonsten so, möchtet ihr in Zukunft nichts mehr verpassen, abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, immer noch frohes Neues. Ich hoffe, das Neue hat gut für euch angefangen. Ich hoffe, ihr habt beim Cynthia-Banner mega gut gezogen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.